Das Coronavirus hat ab Mitte März fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens zum Stillstand gebracht. Auch der öffentliche Verkehr wurde heruntergefahren. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ÖBB Postbus erinnern sich mit Bauchweh zurück, auch wenn schnell klar war, dass die Jobs nicht in Gefahr sind. Anfängliche Unsicherheit gab es trotzdem, wie Manfred Wilfert, Busfahrer von der Verkehrsstelle Vösendorf, erzählt. Im ersten Moment schon, weil man nicht ganz genau gewusst hat, was da jetzt wie jeden treffen wird. Bei uns war es aber relativ schnell klar, dass wir weiterfahren werden. Nicht ganz genau in welchem Ausmaß, wie viele Autobusse, wie viele Chauffeure dazu und in welchen Abständen von der Zeit her. Aber dass unsere Jobs richtig gefährdet waren, war relativ bald klar, dass das nicht so sein wird. In Vösendorf, einer der größten Verkehrsstellen im Osten Österreichs, 40 Busse sind dort stationiert, war vom Lockdown zwar nur wenig zu spüren, dennoch waren die Beschäftigten betroffen. Angst um den Job habe ich eigentlich nichts gehabt. Ne? Das, weil die Fahrgäste waren ja da. Eigentlich war es weniger, aber waren eigentlich nur die Schüler. Weil die Schüler waren ja aus, sozusagen. Aber Fahrgäste oder die Pendler, die waren meistens da. Ein paar waren es vielleicht in Kurzarbeit, aber die was in Kurzarbeit haben, die waren wahrscheinlich eh so Bereitleiter und. Das waren eh nicht unsere Fahrgäste. Die waren. Zentralbetriebsrätin Claudia Meierhofer war es in den vergangenen Monaten dennoch nicht langweilig. Egal, ob es die Abwicklung von Kurzarbeit war oder das Erklären der neuen Situation. Es ist extrem viel zu tun, weil ja das alles von einem Tag auf den anderen sich komplett verändert hat. Ne? Verändert hat sich das, weil wir nicht gewusst haben, müssen wir jetzt auch stehen bleiben, müssen wir nicht stehen bleiben, fahren wir weiter. Das war halt das Problem, wie werden die Kollegen geschützt und so weiter und so fort. Ne? Im Unterschied zu anderen Unternehmen und Branchen gab es unter den Postbusbeschäftigten keine Existenzängste. Ängste im Großen und Ganzen eher nicht, eher dass nicht gewusst worden ist, was Geschichte jetzt. Also da haben wir ja abwarten müssen, wie der Fahrer reagiert oder wie die Wiener Linien reagieren, und auf das haben wir heute halt abgewartet. Ne? Auch Charlie Delfs, Sekretär des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft Wieder, hatte in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in den Wieder Landesorganisationen und im Katamaran in Wien alle Hände voll zu tun. Die Gefahr war es uns nicht. Speziell die ersten drei Wochen waren gekennzeichnet davon, dass wir unsere Mitarbeiterinnen schützen müssen haben. Und das war im Busbereich eine gewisse Herausforderung, weil wir auf der einen Seite im Verkehrsministerium und im Gesundheitsministerium natürlich auch relativ unerfahrene Politikerinnen sitzen haben. Und es war dann schon ein schweres Stück Arbeit, einmal die Verbünde, die Auftraggeber zu überzeugen, bei den Bussen die vorderen Türen zu sperren und nur hinten einsteigen zu lassen. Ich hätte mir da von der Bundesregierung eine koordinierte Vorgangsweise gewünscht, dass man im Rahmen einer Verordnung festlegt, dass das so ist. Das haben sie nicht zustande gebracht, deshalb mussten wir alle durchtelefonieren. Jovan Antoniewicz fährt in wenigen Augenblicken seine Tour. Er fühlt sich bei seiner Arbeit gut geschützt, schildert aber, dass die Gäste zu Beginn verunsichert waren. Auch die Wieder kämpfte von Beginn der Pandemie an für besten Schutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Naja, es war einfach eine schwere Zeit für uns alle, muss ich sagen. Die ersten drei Wochen war es relativ unruhig, weil die Leute wussten nicht, ist es so arg, ist es nicht. Und da sind die Fahrgäste ein bisschen extrem ängstlich gewesen, sage ich mal so. Ne? Und von der privaten Sache näher habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, muss ich schon sagen. Deswegen haben wir uns ja geschützt mit Desinfektionsmitteln und zum Glück haben wir ja so ein Glas bei der Tür, ne? So ein Schiebeglasel, und das schützt uns auch vor den Fahrgästen. Zweite war es eigentlich okay, dass wir den Fahrscheinverkauf rausgenommen haben, weil es wäre dann noch mehr Kontakt mit den Leuten. Dadurch ist es eigentlich nur hinten einsteigen und aussteigen gewesen. Natürlich fehlt es Kontakt mit den Fahrgästen da, ne? Weil man sieht ja nicht, wer steigt ein, wer steigt aus. Ne? Das fehlt so ein Überblick über die Leute. Kollege Wilfahrt unterstreicht die Ausführungen seines Kollegen und lobt die Fahrgäste. Ja, eigentlich nicht so tragisch schlimm. Die Leute haben sich zum allergrößten Teil brav an die Vorgaben gehalten. Wir haben von der Firma auch einige Unterstützung bekommen, damit das leichter läuft. Die Leute haben zum Beispiel hinten einsteigen dürfen, ohne Fahrscheine, ohne Ausweise.
und dadurch ist für uns das Ganze auch um einiges angenehmer gelaufen. Wir haben gewusst, die halten den Sicherheitsabstand ein, es wurden die Busse vorne gesperrt und das war für uns eigentlich jetzt nicht so schlimm wie eigentlich befürchtet. Auch Neile Simsek bereitet sich auf ihren Dienst vor. Desinfektionsmittel und Masken gehören inzwischen zum Alltag. Wir haben Desinfektionsmittel und Masken. Szenenwechsel. Während der öffentliche Verkehr wieder Fahrt aufgenommen hat, geht es im Reisebussegment weiterhin ums wirtschaftliche Überleben. Aufgrund von Reisewarnungen und Einschränkungen denkt im Moment wohl niemand an Urlaub im Ausland. Das weiß auch Gewerkschafter Delfs, der dunkle Gewitterwolken aufziehen sieht. Ist die Lage auch in den Herbst hinein nicht als sehr positiv zu bewerten. Erstens einmal die Grenzschließungen, die Leute fahren natürlich jetzt nicht wie früher kurz einmal auf Kroatien, kurz einmal auf Italien, die Wochenendausflüge, diese einwöchigen Urlaube im Busbereich, das fällt jetzt alles weg. Also für den Reisebusbereich sehe ich auch für den Herbst sehr schwarz sozusagen. Dort haben wir ein großes Problem. Zurück in Vösendorf, wo klar ist, dass das Virus nur gemeinsam besiegt werden kann. Ganz nach dem Motto, wir müssen da gemeinsam durch, auch mit Maske. Natürlich spreche ich meine und sage, wir haben ja so manuelle Ansagen auch, das ab und zu durchs Laufen, zum Beispiel bei den Hotelschülern oder die Leute, die einsteigen, nehmen sie aber wieder runter und dann entweder über meinen Lautsprecher oder über diese manuelle Ansage, damit die Masken wieder raufgehen, weil das bringt nichts, wenn Szene mit Masken und vier ohne. Also, es ist Maskenpflicht und fertig. Wir müssen da durch und ja.